Wenn dicke Bosse es uns das Leben schwer machen, dann müssen wir uns irgendwie einen Plan zurechtlegen, ne, Alex? Ja, wir sind wieder gescholten und verprügelt zu unser Hauptlager zurück, haben uns jeweils ein bisschen die Rüstung hochgepimpt. Und ich habe mir noch einen neuen Perk gekauft, den testen wir jetzt gleich mal. Vielleicht bringt er ja was. Mal Genau, ich habe gucken. mir da komplett neue Rüstung gekauft, habe die ein bisschen gepimpt, um hoffentlich den Ätzschaden ein bisschen zu verringern. Ich weiß noch nicht so ganz genau, ob das auch dann gegen die Schläge ausreicht, aber nur gut, lass uns loslegen. Mal gucken, jetzt habe ich mir wenigstens auch ein bisschen Adrenalin wieder gekauft. Na komm. Eieiei. Nachladen, super. Na doch nach! Hä? Warum nimmt der jetzt die Waffe in die Hand? Alter, ich fall gleich um. Vom Kühlschrank, ich mach mal Kühlschrank hinten. Okay, der ist down. Das ist sauer. Ach komm schon, jetzt nicht in die Anlage, das ist ein ganz blöder Moment. Ich sag Ach doch, komm. es ist ein ganz blöder Moment, ja, aber egal, ich bin schon wieder tot. Also. Diese Kügelchen, ich weiß noch nicht, wie ich die anständig wegmachen soll. Pistole und wegschießen. Und nicht erst, wenn die kommen, sondern direkt, wenn die in der Luft schweben, weil der beschwert ja, dann kreisen die ja erstmal so ein bisschen um den rum. Da hast du eigentlich schon Zeit, schon mal ein paar wegzumachen. Na dann. Warte mal, ich brauche noch ein Grünblatt. Jetzt? Ja, hab ich jetzt. Das hat gut Schaden gemacht. Aber, das aber auch. Ach komm, im Heilprozess. Schauen wir mal, dass wir die Kügelchen noch vielleicht machen jetzt da. So, Kügelchen sind da. Oh, komm schon, nicht schon wieder. Nein! Jo! Hat's mich weggeblasen. Jedes Mal dasselbe, jedes Mal dasselbe. Wenn die Kügelchen kommen, ich muss sofort nachladen. Warte mal. Ich hab doch eigentlich die andere Pistole noch mit mehr Schuss. Warte mal, vielleicht geht es besser. Macht zwar weniger Schaden, hat aber mehr Schuss. Ja, Wiederbeleben ist halt einfach nicht so geil. Also du hast ja fast gar kein Zeitfenster dafür. Probier es trotzdem. Ist immer noch besser, wenn er zwei Gegner hat, auf die er sich konzentrieren muss, als nur einen. Oder er hat einen, der tot ist, und einen, der versucht zu Ich wiederbeleben und versuch's aufstellt. trotzdem. Komm schon, muss das jetzt sein?
Kugelchen. Ja. Oh oh. Die Kugelchen sind weg. Hä? Na? What? Was ist passiert? Ich bin einfach runter. Ich bin auf der Brücke runtergefallen? Der hat mich nicht runtergeschlagen, nicht? Oh Mann, ey, das ist doch zum Kotzen. Ach, komm schon. Warum kann ich denn einfach nur eine Sekunde schneller heilen? Ja. Ja, nee, sobald nur noch einer lebt, ist halt kacke, weil dann kriegst du halt alles ab. Ja, ich kann auch nichts dafür. Ich bin durchgeklitscht durch die Brücke. Ich war auf der Brücke gestanden. Mich hat nichts berührt. Und auf einmal war ich unter der Brücke. Und war tot. Keine Ahnung, was das war. Ich hab mich auch nicht gerollt und gar nichts. Nach einem ganz blöden Zeitpunkt. Ja. Alter! Ach, come on. Okay. So, jetzt sterbe ich. Jetzt sterbe ich. Ja, jetzt sterbe ich. Das kannst du vergessen. Das kannst du was von vergessen. Und jetzt bin ich runter. Und hoch. Du hast hier kein Zeitfenster, um wieder zu beleben. Das geht nicht. Nun gut. Ja, geil, ey. Dann kommen wir rein, hab wieder gar keine Chance überhaupt irgendwie auszuweichen. Das ist doch nicht dein fucking Ernst! Natürlich muss er wieder in dem Moment... Ja, du stehst in der Sicherheit. Ach, du bist in der Sicherheit. Das ist nicht sicher. Das ist eigentlich doof. Das ist natürlich dann doof. Wenn die beide schreien, ist vorbei. Ja, siehst du die Wolke nicht, wenn die... Ich verwechsel die immer mit dem anderen. Dann ist es nicht meine. Wenn es auf dem Boden ist, mag ist sein. Dennoch verwechsel ich. Das kann halt, ist halt einfach so. Das war eh egal. Wenn sie beide schreien, ist die Lebensenergie weg. Ja. Dann ist es wurscht. Oh!
Na klar. Das letzte musst du mich natürlich erwischen. So, okay. Das ist doch nicht dein Ernst, ey! Warum schmeißt denn der 5 Bomben auf mich? Uiuiuiui. Nicht heilen. Nein, 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 ich stehe in der Sippe. Ja, ja, ich sehe es. Bombe, Kügelchen, Kügelchen. Ja, ich kann halt nicht alles machen. Kugeln abwehren und dann den Strahl. Auch noch ausweichen, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich weiche 2 Bomben aus, ja, um mich dann zu heilen. Heil mich, dann wirft eine 3. Bombe auf mich. Glückwunsch. Und dann kommst du halt nichts mehr weg. Ja, das ist halt einfach manchmal so. Wenn wir jetzt nicht vorhin einen Skillpunkt bekommen? Moment. Verzweiflungsskiller. Der Verzweiflungsskiller. Elementar wieder. Hoffentlich zählt es als Elementar, ich habe keine Ahnung. Sack du. Nein, nachladen. Die ätzen. Ja, und da ist noch so ein Ding. Ja, ey. Komm, hör doch mal auf mit diesen Kugelwerfer weiter. Ja, noch eine. Wie viel denn noch? Nein, jetzt bin ich runtergerollt. Ach, leck mich mit deinen Scheißkugeln. Ich hab ihn. Mann, ey. Bin nur noch am Kugeln ausweichen gewesen. Ja, das war jetzt gut, dass du dich fokussiert hast. Konnte ich nämlich schön Schaden machen. Boah, war das nervig. So, ich geh jetzt. Warte mal, wenn ich jetzt zurückgehe und dann Kristall, ist er dann wieder da, der Boss? Nein, der Boss kommt nimmer. Okay. Wow, wie viele Eigenschaften haben das gegeben? Woo! Würde jetzt Rickflair sagen. Oh, was für eine Arschkrampe, ey. Ich fäng da an, hier permanent die Kugeln auf mich loszuwerfen. So eine kleine Sau. Gott, oh Gott, wie viele Fähigkeiten? Was ist das denn jetzt? Gesundheit bei Verletzung, okay. Henker, oh, kritische Chance. Peiniger ist Status Tower. Aber warte mal, Status Tower ist, das klingt irgendwie so nach negativem Zeug, oder? Ach, negative Effekte auf den Gegner vielleicht. Überlebenswille, Gesundheit bei Verletzung. Aha. Abholtempo. Naja, oh, gut. Verbrauchstempo, das mache ich. Alles in Verbrauchstempo, nimmer satt. Haben die wieder irgendwie so, ja, Schwarmstein, ich wollte schon sagen, Schwammstein. Oh Mann, oh Mann. Ey, was für eine Arsch-Boss-Kombination. Ey, das gibt's ja wohl nicht.
So, jetzt ist halt die Frage, was machen wir mit dem Herzen, was wir gekriegt haben? Gibt man das jetzt der Königin oder den anderen? Also der Insektenkönigin oder dem komischen Geistertüdel? Naja, wir haben es eigentlich den ersten da versprochen. Ja, aber da haben wir noch nicht gewusst, dass die auch noch da ist. Ja, und der hast du aber noch gesagt, ne, wir gucken mal, was wir tun können. Ja, das war ja keine definitive Zusage. Darum sind wir jetzt gerade im Diskussionsforum. Nee, wenn du diskutieren willst, ich würde es den Asten geben. Gut. Dann machen wir das. Hier geht's gar nicht mehr weiter, oder was? Ende im Gelände? Ende im Gelände. Ja, dann. Hast du überhaupt eine Ahnung, wo wir hin müssen zu dem Heini? Ja, ja. Das heißt, wir sind ja hier eigentlich komplett durch, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Ich denke mal, dass das der Levelboss vielleicht war, ja. Aber, I don't know. Keine Ahnung. So, und zwar war das ja auf Cersus war es nicht, war das Rennen, ewiger Thron, da müssen wir hin. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich würde gerne noch kurz eine andere Waffe ausrüsten und den Perk dafür auch noch. Man weiß ja nie. Okay. Ja, das ist doch der ewige Thron, ne? Ja. Ja, dann gib mir eben das ganze Gelump halt. Ich will noch hier. Mein Hammer will ich auch wieder. Der macht wenigstens Schaden. Warum sehe ich denn, dass du bei mir 4 Pluszeichen hast in deinem Lebensbalken? Würde mich mal interessieren, was das ist. Ach, das ist wahrscheinlich die Aufladung von deinem Herzen noch, ne? Nee, das. Oder? Keine Ahnung, ich habe noch 4. Ich habe noch 4 andere Sachen nebenbei laufen. Achso, dann sind es vielleicht irgendwelche Buffs. Ey Meister, wo bist denn du? Oh, hier steht er doch. Oh. Hi, ich hab dich übersehen. Hi, wir hätten was für dich. Habt ihr das Herz? Yo. Ja, komm. Ich mag den aber nicht. In eurer Schuld. Ich werde dies berichtigen, aber zuerst. Ja klar. Wisst ihr, die Akarier hatten nicht ganz unrecht. Ihr habt wahrlich das Zeitalter des Wiederaufbaus eingeläutet. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet, auf eine Chance, diese Welt unter meiner Führung zu erneuern. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Gestützt. Alle mögen es vergessen haben, aber ich nicht. An diesem Tag erlöse ich euch. Mögen wir zusammen eine neue und bessere Zivilisation schaffen. Jetzt ist er mir auch ein bisschen unsympathisch. Ich würde das Retten nehmen, bitte. Oh, neuer Gegenstand, Reise. Das ist so eine Sichel-Sense, hör mal. Labyrinth-Schlüssel. Mhm. Ah, oh. Dann können wir da bei dem Labyrinth jetzt weitermachen, ne? Und einen Eigenschaftspunkt. Ja. Tja. Hier irgendwo war doch. Irgendwo in diesen Katakomben-Zeugs war doch auch noch so ein Labyrinth-Dings. Wo wir den Schlüssel gebraucht haben. Ich weiß noch nichts mehr wo.
Ja, ganz am Anfang halt, da wo wir. Nein, nein, auch hier, also nicht hier drin, aber hier in der Umgebung war auch noch ein einziger, den wir gefunden hatten. Ich weiß aber nicht mehr wo. Das ist mein Problem. Das wird wahrscheinlich auch nicht auf der Karte angezeigt, ne? Gehe ich mal von Also aus. wenn, dann wirst wahrscheinlich eher du das sehen als ich. Tja, wo gehen wir denn hin? Nee, 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 nee. Also ja, bei dem einen waren auf jeden Fall die Schlüssel, aber hier in dem Gebiet war irgendwo auch in ein so einer Tür, sind wir rein und da war auch irgendwo eins gestanden, aber ich weiß nicht mehr wo. Lass uns mal kurz reingehen, ob man das auf der Karte sieht. Ja, wenn du drückst, dann habe ich eh keine Wahl. Achso, doch, wenn du nicht nah genug dran bist, Ja, nix. gut, aber, ne? Also, du bist jetzt direkt zur Tür gerannt. Da hätte ich jetzt auch nichts tun können. Ja, klasse. Ach, Meine das ist Karte ist wieder. komplett schwarz. Ja. Na toll. Das ist doof. Na gut, dann, ja, keine Ahnung, dann gehen wir eben wieder zurück und gehen ins Labyrinth. Ja. Ich wüsste jetzt nicht auf Anhieb, wo das ist. Mit diesem Schlüssel. Kann mich da überhaupt nicht dran erinnern, wo das sein soll. Doch, wir waren einmal, waren wir davor gestanden. Das war irgendwo hier einsam verlassen, dort gestanden. Und da haben wir einen Schlüssel nicht gehabt. Ne, weil wir den jetzt erst haben. Das war wieder so eine lilane Säule, wo wir diesen Schlüssel reinstecken mussten. Was wir halt jetzt gekriegt haben. Sicher, dass du es nicht mit diesem Nein, ich bin mir Israel-Dings zu. da verwechselst? Nein, ich bin mir zu 100%. Oder war das in dem roten Gebiet, wo wir jetzt als letztes drin waren? Da kann es natürlich auch gewesen sein. Es war ein einziges Portal-Dings da gestanden. Also so eins, was jetzt hier auch da rumsteht. Laufe ich richtig? Mal Es kurz ist ein hier hinziehen. Labyrinth, also wir wissen nicht, wo richtig und falsch ist. Irgendwann muss Da eine Tür oben aufgehen. müssten wir hin. Was so ein Teil war auch. War das so ein Teil? Nee, das war's nicht. Das Oh, war's, genau. ein So ein Teleport. Teil war auch irgendwo rumgestanden. Ich weiß noch nichts mehr wo. Ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern. Ja, das mag sein, aber es war trotzdem da Ja, irgendwo. das mag sein. Mag sein. Stopfen wir es mal rein. Mal gucken, was passiert. Ist es jetzt nur ein einziger Schlüssel, den wir haben? Kommt der wieder? Okay. Also Ach. wahrscheinlich, oder ich könnte es mir zumindest vorstellen, ist es halt bei jedem Spiellauf anders, wo du dann durch kannst. Vielleicht ist es auch abhängig davon, wem du einen Schlüssel gibst. Keine Ahnung. Der nächste Wald. Schick. Sieht so japanisch aus. Und hier funkelt alles so. Funkel, funkel, kleiner Stern. Sobald man das Wörtchen Funkel sagt, triggert man bei dir auch den Sing-Instinkt. Wir bekommen Besuch! Ah, du hast dich schon wieder Freunde gemacht, ja. Die waren rot angezeigt, also ist es Gegner. Ich hoffe, das trifft nicht auf die Insekten. Keine Ahnung, was wir hier eigentlich treiben. Wir marschieren hier wieder ein und reißen alles andere. Was sind das für Kristalle hier? Einfach nur für Licht, oder was? Ja, das macht die Kristalle leuchten. Oh je. Das war zügig.
Ah ja, hier gibt's auf jeden Fall verzinktes Eisen. Achso, diese komischen Billo-Körbe, die kann man nicht kaputt machen. Manchmal Logik in Spielen. Keine Ahnung, wo wir jetzt hingehen. Das ist ja... Achso. Oh. Ein Fliegeding. Fliegeding? Ja, ich schon tot. Du hast so ein komisches Geräusch gemacht. Ich hab nur so ein Drachenherz genommen. Das Fliegeding hat mich ganz schön runter gefliegelt. Der hat mich nicht mal bemerkt, ja. Und schon war das Leben vorbei. Tja. Ist egal, wo wir hingehen. Oh, ein Wässerchen. Oh, ich fühle mich ein bisschen wie so ein Superheld mit der Fähigkeit. So, wo wollen wir hin? Wir können hier überall. Okay, dann gehen wir wohl da lang. Dachtest du, wir gehen in deine Richtung? Oh, ist das romantisch. Ist das wunderhübsch hier. Im Mondschein, wir zwei, fast allein. Kannst du mir deinen Hammer zeigen? Hier ist, Moment, hier ist... Wir sollten nochmal zurück und nochmal da hoch, weil da oben geht's nicht mehr weiter. Da ist bestimmt eine Kiste versteckt oder so. Laut Karte. Hast du denn mit einem Hammer weggehammert? Ja, Hammer stark. Wir müssen über die Brücke. Kaputt kloppen! Eine Brücke? Über die Brücke. Über diese jene hier. Sag mal, dieses Altmetall, das ist doch einfach nur diese diese Währung zum Kaufen, ne? Ich glaube schon, ja. Weil das ist ja kein Eisen in dem Sinne. Hier liegt hier unten noch irgendwas rum? Nicht, dass ich wüsste. Ja, dann haben wir das Eck ja schon mal erfolgreich gelootet. Dann können wir ja da einfach wieder runterspringen. Ajo, aber warte mal ganz kurz. So. Ende im Gelände für heute. Weiter erforscht wird in der nächsten Folge. Wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt, Alex. Das war's. Na dann. Sag nochmal Tschüss. Tschüss. Tschüss.